Nur weil gewisse Menschen Wahrnehmungsschwierigkeiten haben oder Wahrnehmungsstörungen, heißt das nicht, dass jemand anders auch dazu in der Lage ist, gewisse Sachen zu beurteilen oder beurteilen zu können. Und das ist eine gefährliche Eigenschaft von vielen Persönlichkeiten da draußen, weil die sich nicht im Klaren darüber sind, was entspricht denn jetzt wirklich der Wahrheit und was ist da hinzugedichtet. Und erst dann, wenn man beides voneinander trennen und unterscheiden kann, ist das wirklich möglich. Und da musst du dir die Frage stellen, wo möchtest du dich einordnen, zuordnen oder dergleichen, weil du dir ganz klipp und klar sagst, das ist aber mein Leben, das ist meine Welt, in der ich mich gerade befinde, in der ich mich gerade bewege. Und erst dann, wenn du dir darüber im Klaren bist, kannst du wirklich für dich auch einen besonderen und bemerkenswerten Unterschied hinzudichten oder auch hinzuführen. Und überhaupt ist es ganz, ganz entscheidend und wichtig, was du aus der ganzen Situation machst, in der du dich gerade jetzt befindest oder wo du hinschwimmst. Weil alles, was irgendwann und irgendwo passiert, das steht dir in meisten Fällen auch zu. Und da kannst du auch für dich den einen oder anderen für dich entscheidenden Hintergrund finden und auch suchen, warum etwas für dich augenblicklich nicht positiver läuft oder dagegen viel, viel negativer, als du jemals gedacht hast. Weil da kommen wir wieder mit dieser Wahrnehmung zum Tragen und zum Ausdruck, dass das Ganze dieses Szenario unterstreicht und für dich zum Ausdruck bringt. Deswegen denk da mal drüber nach und sag dir ganz klipp und klar, was möchtest du? In diesem Sinne, bis dann!